Moin zusammen. Jo, wie einige von euch ja das Video gesehen haben, ich hatte mir hier diese Autopflegetasche geholt in der Farbe Schwarz und ein Kumpel von mir hat sie sich jetzt hier in Schwarz-Rot bestellt und als Hinweis oder Info für euch, die sich auch eine solche holen wollen, die Schwarz-Rote hat andere Maße und die ist deutlich schmaler und länglicher. Und wir haben sie jetzt mal hier im Dreier hinten im E46 Kofferraum drin. Also sind beide absolut gut nutzbar. Man muss nur ein bisschen vorher ausmessen, ein bisschen sich überlegen, welche Größe man haben möchte, wie wir finden. Ich hole die mal raus, dann könnt ihr sie nochmal genauer sehen und zeige ich euch auch von den Maßen mit dem Zollstock. Und jo, damit machen wir weiter. Ja, hier seht ihr die zwei Taschen jetzt direkt nebeneinander. Also sie sind sich relativ ähnlich. Wir haben hier ein paar Unterschiede bei den Taschen. Bei der rot-schwarzen haben wir zwei große Fächer, keine kleine Unterteilung wie bei der schwarzen oder bei der blauen. Die blaue ist genauso wie die schwarze, zumindest von den Bildern her habe ich das gesehen. Dann haben wir hier Tragelaschen aus Stoff bei der rot-schwarzen und hier aus, scheint Alu zu sein, würde ich sagen, ja, aus Alu bei der schwarzen. Maße sehen wir folgendermaßen aus. In der Länge haben wir hier, ne, doch, da steht es doch, genau, 50 cm bei der schwarzen und 60 cm bei der roten. Und in der Breite haben wir hier 35 cm und bei der hier 40. Und in der Tiefe sehen wir es ja, ist auch nochmal ein kleiner Unterschied. Da haben wir einmal 25 und 28 cm. Also einfach nochmal ein bisschen unterschiedlich. Wie wir sehen können, haben wir hier an der Seite so ein paar Netze. Und das haben wir hier bei der roten Variante genauso. Allerdings hier auch nochmal ein kleiner Unterschied zu sehen. Hier sind sie komplett unterteilt. Das heißt, wir haben vier Stück hier an der Seite und hier zwei größere. Ja, auf der Seite hier vorne haben wir quasi nur ein Warndreieck. Frag mich nicht warum, was das bringen soll. Und auf der anderen Seite haben wir hier ein großes Fach für einige Pads und andere Sachen, die man reintun kann. Also wie ich finde, wirklich zwei brauchbare Taschen. Absolut cool. Müsst halt nur im Kofferraum nachgucken, ausmessen, was passt. Hier sehe ich gerade auch, haben wir auch nochmal ein Netz hier mit drin. Das haben wir jetzt bei der Tasche nicht. Bei der Tasche, die habt ihr im Detail schon gesehen in meinem anderen Video, haben wir hier die große Unterteilung und dann hier die zwei kleineren, genau. Ja, alles in allem zwei brauchbare Taschen, wie ich finde. Überlegt euch, welche bei euch besser passt, welche ihr gebrauchen könnt. Maße habe ich euch genannt für beide und dementsprechend kleines Update-Video dazu, weil die doch unterschiedlich sind. Und jo, in diesem Sinne, Daumen hoch, bis zum nächsten Video. Ciao! Jo, noch ein wichtiger Hinweis hier. Wir sehen, dass die schwarze Tasche hier ein paar Klettdinger unten drunter angebracht hat. Das heißt, auf einem Autoklett im Kofferraum wird das auch problemlos halten. Und das ist so ein Vorteil hier bei der schwarzen. Den hat die rote Tasche nämlich leider nicht. Das heißt, tendenziell kann sie natürlich ein bisschen hin und her rutschen im Kofferraum. Müsste man sich vielleicht eine andere Matte drunter machen oder irgendwie auch so ein Klett dran kleben. Ist jetzt auch nicht das Problem. Aber auch nichtsdestotrotz, ihr seht ja, ich habe das Klett noch nicht mal abgemacht bei mir. Also von daher sehe ich jetzt nicht die Probleme. Das nur noch als Hinweis dazu.